Und damit einen schönen guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Folge Recycling Center Simulator. Ja, ich habe gestern die letzte Folge, die war etwas lang, beziehungsweise also für euch gestern, ich nehme gerade eine Doppelsession auf. Ich musste da so ein paar Sachen noch zurechtschneiden. Ich habe am Ende noch ein paar Wannen verkauft, aber ansonsten habe ich eigentlich alles gezeigt, was irgendwo interessant war, sage ich jetzt mal, ne? Heute geht es darum, ich möchte nochmal ordentlich Papier für Zeitungen, nochmal ein bisschen Plastik und auch eine ordentliche Menge Holz. Ja, irgendwie mal wieder von allem etwas. Wir haben jetzt immerhin noch einen fünften Fahrer. Das ist ja schon mal ganz geil. 74 Kilo, 82. Hier ist zumindest Holz dabei. Wir nehmen jetzt auch die größeren Mengen hier, ne? Okay, wir nehmen einfach das. Das auch. Das auch. Wir nehmen jetzt die großen Mengen. Das sind drei, zwei können wir noch. Den noch, aber das hier ist mir dann, ja, Metall ist an sich auch nicht schlecht, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Papier. Das ist dann immer fast nur Papier, es ist halt ein bisschen schade, ne? Okay, das sind 61 Kilo. 84 Kilo, wir nehmen das einfach. Aber hier müssen wir mal verhandeln, das ist mir doch ein bisschen zu fett. Alter! Komm! So, wir machen das dann nämlich heute so, damit wir mehr Ruhe haben hier. Ich muss sagen, da ich ja auch ein bisschen da gucken muss wegen der Zeit immer so, ne? Ich würde gerne viel ruhiger mit euch die Maschinen befüllen und die Sachen herstellen. Deswegen werde ich das jetzt heute so machen. Das ist ja egal, ne? Ihr habt ja alle genug. Schnell weg. Wir schicken die jetzt alle los. Ich setze dann einen Schnitt. Warte, bis die wieder da sind. Dann befüllen wir die Maschinen und dann schicken wir die am nächsten Tag nochmal los. Und dann machen wir eine große. Da habe ich Bock drauf. Und dann würde ich morgen, also in-game, noch einmal auch die Container hier leer machen. Das habe ich zum Beispiel auch ab und zu so gemacht, wenn ich irgendwie gewartet habe oder so. Aber das ist ja nur jetzt auch nichts Spannendes oder so, ne? Mit den Gläsern müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen dann heute gar nicht nochmal da hinten rein. Wir machen das jetzt echt so, dass wir die jetzt losschicken, warten, bis die wiederkommen. Einen kleinen Auftrag würde ich vielleicht machen, weil mir das auch ein bisschen zu langweilig ist. Keine Ahnung, ich könnte jetzt in der Zeit auch was anderes machen gehen, aber ich gehe jetzt einen kleinen Auftrag erledigen. Dann sehen wir uns gleich, wenn die wieder da sind. So machen wir das. So, ich war dann doch noch mal unterwegs, auch ein bisschen Ruflevel, ne, wegen den Punkten, dass wir da einfach auch ein bisschen noch schneller vorankommen, ne. Und jetzt schauen wir einfach nur gleich, wenn er sortiert hat, was wir schon an Mengen haben. Das geht schneller so hier, zack. Und genau. Müssen wir hier noch kurz ein bisschen helfen. Geh mal weg da, Kollege. Du stehst im Weg. Ihr seid schon nicht die schnellsten, aber die hellsten seid ihr auch nicht. Weil ich dachte mir, jetzt einfach warten, das ist auch immer so eine Sache, ne? Kann ich mal machen. Aber da ich das ja jetzt am nächsten Tag auf jeden Fall einmal machen werde, weil mir reicht das dann jetzt auch. Ich war jetzt, wie gesagt, ich war sogar dreimal sammeln, jetzt in der Zeit, ne? In der die einmal sammeln gehen. So, mein Freund. Ich habe nur eine Sorge, dass das Spiel, wenn ich weggehe, irgendwie den Stand sich nicht merkt. Dass ich jetzt vielleicht zweimal umsonst sammeln war und er nur das jetzige quasi beibehalten hat. Ich weiß es nicht. Es müsste jetzt auf jeden Fall ordentlich was zusammengekommen sein. Ja doch, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Wir gehen jetzt schlafen, schicken die wieder los. Und dann machen wir richtig geil. Dann haben wir richtig was zu tun. Hab ich Bock drauf. Nächster Tag. Wir haben von allem etwas. Das ist mir sowieso am liebsten, weil ich möchte ja von allen Produkten nochmal was herstellen mit euch jetzt, ne? Und dann steigen wir mit Sicherheit auch relativ zügig nochmal diese zwei Level auf, die ich gerne auf jeden Fall schnell nochmal hätte. Jetzt nehmen wir wieder die schweren Aufträge. Das wäre, na okay, die anderen. Der hier ist noch gut. Der hier. Jetzt haben wir Papier.
Glas und nochmal Glas. Dann würde ich jetzt gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall noch einmal Holz nehmen. Hier. Das nimmt er. Perfekt. Ach, warte, wir haben ja einen mehr. Was hatte ich jetzt? Vier. Wir können noch zwei. Nee, einen noch. Ich weiß nicht. Nehmen wir das hier noch, oder? Ja, komm. Und? Einverstanden? So muss das sein. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Wir schicken die erstmal los. Dann machen wir, wenn die wiederkommen, mache ich dann einmal die noch leer. Fangen jetzt mal hinten an. Vielleicht ist das ja besser. Dann können wir zu ihm hier vielleicht gehen. Hallo? Ja. Weg. Schnell. Haha. So. Doch richtig mitgezählt. Ja, jetzt lasse ich die einfach. Jetzt lasse ich die wirklich einfach machen. Ich mache jetzt nichts. Ich habe genug gesammelt. Kein Bock. Ich glaube, Holz ist tatsächlich relativ wenig insgesamt gewesen. Aber da haben wir ja zumindest so viel drin, dass wir zumindest. Naja, voll wird die wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchten ja. Aber vielleicht sind die Aufträge auch wieder anders. Deswegen. Wir fertigen alles durch und dann schauen wir uns einmal in Ruhe diese ganzen Verträge an. Ich finde, alles andere macht nicht so wirklich Sinn, weil du weißt nie vorher, schaffst du das jetzt schon und so weiter. Und warum soll ich da oben dann irgendwie mir Stress machen mit Aufträgen? Früher oder später kriegen wir das Zeug verkauft und solange im Lager noch Platz ist, sehe ich da überhaupt kein Problem. So, jetzt warten wir bis 16 Uhr. Die laden aus. Ich mache die Container leer. Ich glaube, das schneide ich auch aus. Ist auch langweilig für euch, ne? Dass wir wirklich heute einmal eine Folge haben, wo wir ganz in Ruhe. Schön, wirklich in Ruhe. Weil ich muss dann immer so, ich gucke dann so auf die Uhr und denke mir, ah, ich habe keinen Bock, wieder so viel zu schneiden und so. Auf jeden Fall schön, ne? Weiter reinschauen und kommentieren, abonnieren, bewerten und wenn ihr Bock habt, teilen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und ich freue mich auch, dass es im Moment so gut läuft. Danke dafür und willkommen auch immer an die Neuen. Hier bei dem Spiel kommen natürlich nicht so viele neue Zuschauer dazu, wie zum Beispiel bei Satisfactory jetzt in letzter Zeit, aber spielt keine Rolle. Jeder Einzelne ist natürlich herzlich willkommen. Und da kann das Spiel ja auch teilweise nichts für, wenn es teilweise ein bisschen unterm Radar läuft oder ne, Interesse nicht so groß ist, ist ja alles vollkommen normal und total legitim. So, bis gleich. So, ich habe mal alles hier hingeschmissen, da ist ordentlich was reingekommen jetzt. Das wird geil. Das wird das erste Mal eine richtig große Menge, die wir hier verarbeiten. Das wird geil. Ich bin mir auch mal gespannt, ob doch die Container irgendwie eine Höchstmenge haben. Also 250 Kilo sind da ja schon teilweise drin. Keine Ahnung, wer die wegschleppen soll, aber unser Typ ist hier anscheinend stärker als He-Man. So, mein Freund. Daran hätte ich jetzt wirklich zu knabbern. Da müsste ich wahrscheinlich 2 Stunden sortieren. Junge, Junge. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Lass uns mal schauen. Vor allem hier auch. Das sind ja 250 nicht, aber 212. 337, 129, 200. Ne, so lohnt sich das auch wenigstens, ne? So lohnt sich das wenigstens. Und jetzt machen wir das hier ganz gemütlich. Wir haben noch Zeit. Schmeißen erstmal alles in die Maschinen. Schmeißen die dann an. Und dann gehen wir uns die Verträge angucken. Das finde ich besser. Da haben wir viel mehr Ruhe, als wenn ich hier am Ende immer ein bisschen durchhetze. Und dann passieren eben auch manchmal so kleine Fehler. Oder man vergisst, was man schon gemacht hat. Ich mag auch eher so strukturierte Abläufe. Mag dieses Chaos nicht. Hier fehlt noch eine Palette, sehe ich gerade, ne? Ja, die holen wir auch gleich, wenn wir die angeschmissen haben, alle. Ja, Holz. Kriegen wir zumindest eine Menge zusammen, die wir wahrscheinlich gut verkaufen können, falls jemand überhaupt heute Interesse hat. Da haben ja ein paar gefehlt. Ich glaube, 30 wollte jemand und wir hatten 24 oder irgendwie sowas in dem Bereich. Ich weiß nicht mehr genau. So. Jetzt geht's los. Einmal, zweimal und dann nochmal 66.
Bam. Das dauert jetzt auch eine Weile, ne? Hier geht's relativ zügig. Ne. Hallo. So. Das dauert auch ein bisschen, aber wie gesagt, das geht immer relativ zügig. Was haben wir jetzt hier? Das ist schon ordentlich. Das Licht nervt wieder extremst. Da haben wir noch 58. Bam. Hier ist richtig viel insgesamt. Boah. Da müssen wir jetzt einmal durchlaufen lassen und dann nochmal 69. Krass. Ja, da machen wir richtig Kohle heute, ne? Also, immerhin auch 165. Das ist ja schon mal etwas, ne? So. Also, hier muss ich gleich nochmal die Restmenge durchjagen. Das darf ich nicht vergessen. So. Jetzt schauen wir uns in Ruhe einmal die Verträge an. So, ihr wollt nur Schmutz, ne? Wir haben 48 Zeitungen. Das heißt, wir werden das hier nehmen. Das nehme ich jetzt auch an, damit ich das in der Übersicht habe quasi. Wir nehmen 5000 dafür. Endlich mal eine gescheite Kombination. So. Dann. Wir haben ein paar Boxen. Das sind wieder so krumme Werte. Ich weiß nicht genau, wie viele waren auf einer. Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach. Oder nein, hier warten wir. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine geile Kombo. Aber das kann man sich immer alles so schlecht merken. Die sollten wir auf jeden Fall hinbekommen, die 30. Bei Glas. Hier müssen wir auch gucken. Das ist alles Quatsch. Der ist auch gut. Also wir kriegen gute Aufträge haben wir heute. Also wir kriegen gut was verkauft. Ja, und jetzt haben wir hier auch was Gescheites. 30 mal das. Da ist das Verhältnis relativ 2,8. Hier ist es 2. Wir nehmen besser das hier. Dann sind wir auf Nummer sicher. Ich versuche mir das alles zu merken. Wäre auch eine Option, ne? Weil da haben wir immer noch welche übrig und so. Aber da müssten wir dann nochmal welche nachmachen, glaube ich. Okay. Hier sind auch nochmal Kabel. Okay, wir machen definitiv Kabel. Wobei das auch nicht schlecht ist, aber doch, das kriegen wir hin, ne? Boah, das, eins nach dem anderen. Wir machen das jetzt, ne? Wir jagen jetzt alles erstmal hier noch rein. Sollte ja jetzt reinpassen, denke ich mal. Nehmen wir den raus. 298, perfektes Timing. Perfekt. Das mal wieder weg hier. So. Also auf jeden Fall brauchen wir noch 9 Zeitungen. Jetzt ist er voll hier, oder? Nee, immer noch nicht. Mal erstmal 50, ja? Dann machen wir 9 Zeitungen. Das müsste dann genau passen. Ah, hier sind ja noch welche drin. Ach, weil ich die Palette voll machen wollte. Ah, jetzt verliere ich den Überblick. Ah, egal. Ist ja nicht schlimm, wir sehen es ja da. Der Auftrag ist geil, den will ich auf jeden Fall erledigen. So, eine noch. Ein Bündel Zeitungen. Da kommt es. So, dann bringen wir nämlich das ins Lager. So, dann fehlen, glaube ich, noch 4. Ja. Okay, noch 4 Zeitschriften. So ist das ja auch viel besser, als wenn ich das immer schon im Lager nämlich habe und dann stehen nur die Restpaletten und so. Das ist ja auch kacke. So, dieser Weg gefällt mir echt am besten. Dann in Ruhe schauen, ungefähr wissen, mit welchen Mengen man planen kann und dann daraufhin die Verträge annehmen. Wenn dann mal einer durch die Lappen einem geht, ja, dann ist es halt so. So, ab ins Lager. Dann hätten wir den Auftrag schon mal, den können wir auch gleich erstmal schon mal verkaufen. Abschließen. Weil die laufen eh fast alle noch, die Maschinen.
Wenn er das weggebracht hat, schließen wir den Auftrag erstmal ab. Da bin ich auch gespannt, wie viel Ruflevel-Punkte das gibt. Weil das meiste gibt ja immer der Verkauf, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich habe da noch nie so krass drauf geachtet, weil es eben doch relativ zügig immer ging. So, er müsste jetzt jeden Moment fertig sein. So. Verträge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, war das hier oder nicht. Ja. Bam. Ja. Ja. Ich glaube, einmal sammeln gehen vor Ort bringt 10 und das hat jetzt 30 gebracht. Würde ich jetzt mal darauf achten, ob das abhängig ist von der Art der Verträge oder ob das immer 30 sind, egal wie viel man verkauft und so weiter und so fort. Okay, hätten wir das schon mal. So, bist du jetzt hier durch oder? Ah, das dauert noch. Das hier ist fertig. Dann können wir hier den zweiten Schritt schon mal machen. Quatsch. Und schon wieder kurz, ne? Ja, ja. So. Los geht's. Dann sind wir mit Plastik schon mal durch. Ist auch noch nicht fertig. Hier kann es noch nicht fertig sein. Was haben wir hier? Da sind wir jetzt gut vom Timing. 2, 1, 0. So. So, das dauert jetzt auch erstmal. Ja, aber so macht das wenigstens Spaß. Dann kriegen wir auch so eine Palette wenigstens voll. Ach ja, hier hatte ich noch die Restmenge, ne? Das müsste eigentlich... Ja. Die bringen wir dann auf. Ich hole mal Paletten. Das muss sein. Können wir eigentlich schon gleich zwei noch mitbringen hier für Kunststoff, Plastik. Die eine ist ja jetzt eh voll. Na komm, der letzte. Oder die letzte Box. So. Weg mit dir. So. Und jetzt gehe ich trotzdem gleich nochmal ganz in Ruhe alle Maschinen durch. Sicher ist sicher. Ja, unser schöner, kleiner Helfer. Ohne den hätte ich keinen Spaß an dem Spiel. So, bist du jetzt mal endlich soweit? Immer noch nicht ganz. Du warst ja fertig. Bist hier auch gleich fertig. Ich würde doch sagen, wir schauen dann mal. Wir haben jetzt... Ja, aber so viel ist das nicht, ne? Flaschen waren noch eine geile Sache. Wir warten, bis es durchgelaufen ist. So, wie sieht's hier aus? Auch noch einen Moment. Hier sowieso wahrscheinlich, ne? Boah, Gott. Hier hatten wir das. Das dauert auch noch. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen gedulden, ne? Erst wenn ich dann die Werte in der letzten Verarbeitungsstufe sehe, kann ich damit ein bisschen arbeiten. Ansonsten ist das zu sehr unübersichtlich. So, hier können wir aber mal wieder weitermachen, ne? Ich stelle jetzt hier einfach 100 ein. Ich glaube, die kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Nee, kriegen wir nicht. Lass ihn das aber erstmal alles reinballern. Ich dachte, da kommt noch was. Wir sind aber durch. Moment, dann können wir ja mal eben... Was habe ich denn wieder gerechnet? Ja, ich habe auf den falschen Wert geguckt. So, jetzt stimmt's. Ja, also da kommt ordentlich was zusammen. Bist du jetzt hier durch? Achso, du warst ja sowieso fertig, ne? So, was haben wir jetzt hier insgesamt?
39, das ist halt nicht viel. Dann machen wir einfach so viele Flaschen, wie es geht. Ich glaube, waren es 18? Lass uns das mal kurz so machen. Die verhalten sich ja auch so beschissen. Die fliegen jetzt gleich wieder sonst wohin. Da. Keine Ahnung, was da los ist, ey. Behälter, so, ne? Egal aus Glas, Plastik, Flaschen und so weiter. Die haben echt ein Eigenleben hier. Das ist heftig. Ne, 24 kriegen wir nicht hin. Ist aber nicht so schlimm. Ja, so wäre es doch geil. Ja, so ist das besser. 18 hatten wir gemacht, ne? Ne, kriegen wir nicht hin. Wären ja noch 6. Ist nichts zu holen. Machen wir aber so, ne, dass die 6 noch kommen. Sag mal, wie lange brauchst du denn noch? Oh, das dauert auch noch ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier? Fertig. Das dauert auch noch mal. So, und dann brauchen wir noch mal. So. Dann kriegen wir zumindest die Palette, glaube ich, voll. Aber da würde ich, glaube ich, auch noch mal gleich kurz gucken. Und du? Bist du komplett durch? Ja. So. Kabel haben wir gesagt, mache ich jetzt auch einfach. Und zwar machen wir da einfach alles. Oder machen wir erstmal 60? Ich glaube, die wollten 2x30, ne? Lass uns das erstmal so machen. Wir machen mal eben die Hölzer hier. So. Hier haben wir noch ordentlich Platz. Sollen wir noch einmal jetzt schauen gehen? Jetzt wissen wir so ein bisschen grob. Zeitungen waren hier nicht mehr, ne? Nee. Und wenn, dann hier unten irgendwo. Hier nicht. Hier auch nicht. Aber es sind 30, wie ich gesagt habe. Hier können wir noch Kartons verkaufen. Wie gesagt, das wird ja auch nicht schlecht, das Zeug. Boah. Wir bleiben bei Kartons. Ich finde die irgendwie eher am coolsten. Machen wir zweimal. Hier ist nichts mehr. Und hier versuche ich die Palette einfach mal voll zu machen. Das heißt, wir brauchen noch 39. Ja, das reicht nicht. Aber wohl. Normalerweise. Na, wird knapp. Wird knapp. Lassen wir laufen. Oh je. Da sind die ganzen Kabel, die habe ich ganz vergessen. Okay, es sind 60 auf einer Palette. Das ist ordentlich. Aber ja, genau das richtige Maß gemacht. Zack. Wie viel haben wir jetzt noch? Das lohnt sich nicht. Ich glaube, hier lassen wir das erstmal so. Aber die Kabel kriegen wir gut verkauft. Das ist schon mal schön. So, jetzt brauchen wir eine neue Palette. Nein. So ist okay. So. Da schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Ich glaube, es wird wieder ganz knapp nicht reichen.
es hat doch gereicht. Geil. Oder? Oh, ich wollte gerade sagen, aber nicht wegen allem. So, so macht das doch viel mehr Spaß. Ja. Hat doch gut geklappt. Ist doch fast glatt aufgegangen, ne? Immerhin mal etwas. Jetzt müssen wir die Kartons noch aufladen und dann verkaufen wir alles, was geht. So. Eieiei. Was ein Chaos. Ach scheiße, hier hatte ich noch gar keine Palette wieder, ne? Weißt du was, dann nehm ich so lange die hier. Ist doch egal. Doch, da ist sie ja. Ach. So. Hatte ich das nicht? So. Dann können beide mal in Aktion treten. Da kommen sie. Ich finde das so geil. Das Beste am ganzen Spiel sind die kleinen Lagerhelferchen. So. Zwei Paletten brauchen wir noch. Dann gehen wir das Zeug verkaufen. Mal schauen, was da jetzt noch zusammenkommt. Ich meine, wie gesagt, auf Zwang müssen wir eh nicht alles verkaufen. Die haben beides weggebracht. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was drin, ne? Aber auch nicht mehr die Welt. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Das war jetzt genug. Wir gucken, was wir jetzt an Mann bringen können hier. So, nochmal hier ganz oben. Müll. Da fehlen zwei. Ja, aber mal. Nee, Moment. Die zwei hier kriegen wir, glaube ich. Moment. Ach, komm schon, uns fehlt ein Kilo. Ich könnte kotzen. Außerdem wollten wir die erst noch machen, ne? Nee. Okay. Lassen wir das. Ist egal. Ist wie es ist. Müssen wir jetzt mitleben. So, machen wir weiter. Müssen es ja nicht erzwingen. So, hier. Nehmen wir. Machen wir 3300, komm. Perfekt. So. Mehr ist hier leider nicht. So, Glas. Was hatten wir denn bei Glas eigentlich? Hatte ich Glas jetzt ganz vergessen? Mal hatte ich Glas jetzt komplett vergessen? Kann sein. Oder was hatten wir aus Glas gemacht? Ich hab's vergessen. Alter Schwede. Ich hab das Glas vergessen. Stimmt, weil er so lange gebraucht hat, hab ich das dann immer übersprungen, ne? Ja, das müssen wir noch machen. Hab mich auch schon gewundert, dass das insgesamt doch so wenig war, ne? Okay. Dann können wir jetzt aber nochmal in Ruhe gucken. Was nehmen wir hier? Jetzt sind die Glasblöcke, aber die sind hier einmal mit 30 Stück. Und hier auch 30. Da haben wir aber 8. Dann machen wir 12 mal Gläser und 30 mal Block. 12 Gläser, 30 Block. So machen wir das. Und hiervon bitte 30. Okay, das fliegt uns jetzt gleich sonst alles durcheinander. Ich glaube, ich tue das mal eben. Vor allem, weil die ja auch so krank sind und sonst wohin fliegen. So, komm her, letzte. Zack. Nein! Warte. 12 waren es, nicht 8. Da kommen die ersten Blöcke. So, jetzt. So, lass das mal weiterlaufen. Das können wir gleich auf die Palette packen. Haben wir auch nochmal schön was. So. Dann hier. Einmal Kabel. Was machen wir? 3,57. Ich denke, das nimmt er an.
Perfekt. Und dann waren hier nochmal irgendwo Kabel, das weiß ich, das habe ich mir gemerkt. Und hier Kartons. Ja, wir machen jetzt richtig Asche. Machen wir 3000 glatt. Perfekt. Und dann schauen wir, was noch übrig ist. Und das würde ich vielleicht doch nochmal auf dem Marktplatz. Hier. Nehmen wir die noch mit. Junge, wir machen jetzt richtig Kohle. Das nimmt er nicht. Doch. Hätte ich nicht gedacht. So. Flaschen kriegen wir nicht hin. Ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir die Blöcke noch eben. Es waren ja 30, ne? Dann lassen wir auch die 30 jetzt erstmal ins Lager. Und dann verkaufen wir jetzt alles und dann können wir ja noch einmal schauen, ob wir vielleicht noch mal was mit Glas machen können. Ich glaube aber fast nicht. Beziehungsweise muss ich mir noch mal einen Überblick verschaffen. Das war ja doch eine ordentliche Menge, ne? Ist auch noch nicht ganz fertig. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt all das Zeug. Heftig. Gehen hier noch mal zum Glas. Hier. Ja, das ist doch mal geiler. Jetzt gleich klingelt die Kasse richtig. Oder wir machen hier noch mal 30. Hier ist auch noch mal. Boah, der Preis ist ja so viel besser. Ach, das ist ja das, da hatten wir ja schon gemacht. Habe ich auch schon wieder vergessen. Das ist so viel, wir machen richtig Kohle. Aber das ist zu viel. Das ist doch nicht wahr. Er nimmt es an. Oh, ich glaube, wir müssen erst. Okay, das ist der Wahnsinn. Okay, jetzt wird alles verkauft. Bam. Wir fangen oben an. Ich weiß nicht mehr, was wo ist. Hier ist nichts. Hier. Zack. 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 Alter Schwede, 31.000. Und jetzt können wir ja theoretisch noch mehr verkaufen, wenn ich jetzt hier nochmal 30 Blöcke mache. Und die sind auf jeden Fall drin. Ich mache die auch einfach nochmal. Ich weiß nur nicht, ob die in Kombination waren oder einzeln waren. Ich kann mir das nicht alles merken, das ist zu viel. Ich glaube, die waren jetzt nicht mehr einzeln da, aber das ist ja nicht schlimm. Die kommen ja mit Sicherheit mal wieder. Nee, hier sind sie doch. Aber 2 und 4. Okay. Wir nehmen, der ist eh besser vom Preis. Wir nehmen den noch hier an. Aber dann ist geschmolzenes Glas nicht so ertragreich, ne? Aber das war jetzt halt so viel dabei. Ich glaube, einzelne Flaschen. Einwegflaschen waren, Einweggläser waren, glaube ich, keine mehr dabei. Ist aber nicht schlimm, nehmen wir die 1300 noch. Ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, wir müssen noch 6 machen. Und dann lassen wir das für heute. Dann ist das, sonst wird es ja doch wieder zu lang, weil das war jetzt relativ viel, ne, was wir hier verarbeitet haben. So, noch 6 Stück. Ich weiß gar nicht, was sollen wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? Und wir haben hier immer noch Sachen zu verkaufen. Das machen wir heute aber nicht. Das würde ich dann eventuell morgen. Weil morgen ist letzte Folge definitiv. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Wir haben jetzt eigentlich alles gesehen. Klar, du kannst noch so ein paar Sachen freischalten, aber. Ich glaube, wir sind an dem Punkt. Ja, wir könnten jetzt hier, das können wir noch machen. Das geht schnell. Er fährt das rüber. Wir machen jetzt hier noch was. Ja, hier Stufe 3, das und das und das. Jetzt haben wir ein Unternehmen dazu bekommen.
Hier alles gemaxt. Hier sind wir durch. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen. Da kriegen wir das auch noch. Und hier ist noch Level 18. Ne, machen wir nächste Folge, Abschlussfolge. Dann schalten wir hier nochmal fortgeschrittene Robotik frei. Und dann war es das auch. Jetzt verkaufen wir noch eben. Sag mal, ich habe die doch ins Lager geschickt. Hä? Hier ist es doch. Ach, ich Vollhonk, ich hab Glasblöcke und geschmolzenes Glas verwechselt. Ach komm, da hätte ich den Vertrag nicht annehmen dürfen. Ja, ist okay, dann können wir den natürlich nicht erfüllen. Ich dachte schon, ich habe einen Bug. Ich habe aber hier, das habe ich mal eben gemacht, ein bisschen das umgestaltet, also mit der Beschriftung, weil es ist ja größer geworden, habe ich jetzt hier Papier, hier Plastik, hier nur eine Fläche Holz und hier zweimal Metall. Die beiden, da kommt nicht so viel zusammen, ne? Ja, prinzipiell brauchen wir dieses riesige Lager so gesehen eigentlich gar nicht. Ja, war mein Fehler. Ich habe dann auch noch mal ein paar Blöcke produziert. Dann kam ich erst drauf und dachte mir, ach warte mal, da gibt es doch noch diese anderen Blöcke. Ja, jetzt haben wir den einen Vertrag, den wir halt nicht erfüllen. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt sogar Rufpunkte. Das wäre nicht so geil. Ich wollte in der nächsten Folge eigentlich bis Level 18 kommen mit euch. Ich glaube, das schaffen wir aber trotzdem. Da würde ich wieder 2 Tage laufen lassen. Und dann gehen wir hier nochmal ganz gemütlich eine letzte Session rein. Wir haben alle Erweiterungen gekauft, ne? Wir haben nach hinten hier super viel Platz. Und natürlich jetzt könnte man sagen, man stellt die vielleicht ein bisschen enger oder man macht es quer und kann dann 2 Linien von jeder Sorte haben, dass man dann einmal von jedem vielleicht nur bis Stufe 2 nochmal hier aufbaut und so weiter und so fort. Aber das fühle ich halt gar nicht so, ne? Ich finde es geil, so wie es bis jetzt gelaufen ist, wie wir es gemacht haben. Ich würde auch gerne trotz allem den Parkplatz gerne voll haben. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil da müssen wir bestimmt bis 25 oder so. Keine Ahnung, ich glaube bei 17 kommt der 6. Den erreichen wir noch. Das finde ich aber auch ausreichend, 6 Leute loszuschicken. Es ist gut, wie es ist. Es ist ein schönes kleines Indie-Game. Hat Spaß gemacht. Wir machen noch eine schöne, gemütliche Abschlussfolge. Seid also gerne wieder mit dabei, wenn wir uns hier vom Spiel gemeinsam dann verabschieden. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.